Ich bin Regina von der Gärtnerei Zellspur. Regina, heute ist der erste Tag der Masken- und Testpflicht in den Ortszentren in 12 Gemeinden im Regenzer Wald. Wie hat man es denn bei euch gemerkt, dass vielleicht noch nicht alle die Leute getestet sind? Sind weniger Leute gekommen heute? Ja, es ist eine große Verunsicherung und eigentlich überhaupt nicht klar, was jetzt eigentlich verlangt wird, was passiert. Wir haben es sehr stark gemerkt, in unserer Branche ist es unglaublich bitter. Wir haben nur diese eine Saison und uns fehlen die Ländlerkundschaft da und jetzt das ohne ist eine große wirtschaftliche Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Ja. Und denkt ihr, es werden jetzt, wenn das weitergeht, soll ja noch bis am 4. Mai sein, wieder mehr Leute kommen? Ich hoffe es. Ich kann es ganz schlecht abschätzen, weil dieser Eingriff doch für viele eine Herausforderung ist. Stelle mit dem oder stelle mit dem nicht. Wir hoffen auf eine gute Zeit und auf eine gute Saison. Und den Rest werden wir dann sehen. Ja, servus. Wir sind hier im Behmann heute. Da ist Celina. Ich bin Edith. Und ja, wir merken es heute gehörig. Es ist sehr, sehr ruhig. Es ist ruhiger als in den Lockdowns. Dort ist zumindest aufs Telefon gegangen. Aber die Leute trauen sich, glaube ich, wirklich nicht auf den Weg ohne Maske und ohne Test. Es ist ja de facto so, bei euch bräuchte man keinen Test, aber durch die Masken- und Testpflicht im Ortszentrum sind ihr mit betroffen. Wer aus dem Auto aussteigt, im Ortszentrum, egal was er macht, braucht einen Test. Was sagen dir denn da dazu? Ja, an sich ist es schon eine willkommene Sache, weil die Zahlen bringen wir sonst, glaube ich, im Wald nicht mehr in den Griff. Was das Ganze schon gesehen ist, sehr überraschend. Vergessen zu aber auf heute, also dass da heute vielleicht einige am Anziehen ohne Test, wundert mich nicht.